angesprochen, liebe Motorsportfreunde. Irgendwie waren wir eine abhanden gekommen und das war das Auto mit der Serie C Up Racing Audi Ultra, der von der Wir sind jetzt bei 11:55 und 52 Sekunden angekommen, sind also absolut im grünen Bereich. Wir schauen am Ende der Startzielgerade runter. In die 60 Minuten, in die letzten 60 Minuten des Jahres eingestiegen. Erste Kurve, die Nordkurve. Da werden Sie jetzt reihenweise erstmal ausscheren aus dem normalen Streckenverlauf heraus, in der Hoffnung, dass alles gut geht. Es gibt eine gelbe Flagge und es gibt eine Corvette, die sich gedreht hat. Das muss dann Lennart Marionek gewesen sein, denn nach vorne fährt Andreas Simonsen weiterhin an der zweiten Position. Verlaren verliert Rang 3 gegen Dominik Baumann. Da geht der BMW Z4 jetzt in die dritte Position vor. Wo macht sich denn auf dem Weg bitte? Da ist er schon, Vierter. René Rast, der Meister des Jahres 2014 im Fahrertitel, hat sich direkt hinter dem BMW Z4 eingeklinkt und auf der Außenseite Anfahrt Richtung Spitzkehre ist auch Van Laren im GWIT Racing Team Schütz Motorsport Porsche in höchsten Nöten. Da hätte er beinahe einen Tritt bekommen von Diego Alessi, der in der zweiten Corvette mit der Startnummer 2, der zweite entthronte Meister des vergangenen Jahres, beinahe dort den Schütz Porsche noch getroffen hätte. Aber alles im grünen Bereich. Zweimal Corvette vorn mit Diego Alessi, mit Daniel Kalwitz und Andreas Simonsen auf 1 und 2. Es ist der Schubert BMW von Dominik Baumann in der dritten Position. René Rast, der Prosperia C-Up Racing Audi Pilot an Position 4, der neue Meister vor Jaap van Laren. Und das sind ja genau Dominik Baumann, Jaap van Laren, die zwei bzw. drei Piloten, die dann um die nächste Meisterschaft fahren. Dominik Baumann steht zusammen, der Rücken zusammen. Anschließend noch das Zelt,
Teamwertung. Ein Claudia Hürtgen momentan auf Rang 4. Das wären 179 Punkte. Van Laren wäre damit derjenige, der tatsächlich jetzt den für die Pixum-Team Schubert-Mannschaft. Die Mannschaft von Thorsten Schubert aus Oschersleben scheint hier abgebunden zu werden. Und die Teamwertung. Das haben wir noch nicht kontiert. Wir haben noch eine Runde. Eine Runde ist noch gefahren. Das Feld kommt aus der 33. Runde zurück bei 1:12 über den Zielstrich gefahren. Das heißt, wir sind jetzt in der McLaren gewesen. Bin ich aber nicht ganz sicher. Ja, leider. Ich bin angefangen. Komm, dann ist die Grille noch 10 vorgefahren. Daniel Kalbin, gefolgt von Christian Engelhardt und Jan van Laren. Glückwunsch zur Vizemeisterschaft. Hinter Lukas Stolz kommt Kelvin van der Linde als 14. über den Zielstrich. Und das bedeutet Teamwertung für Prosperia C-Up Racing zum dritten Mal in der Geschichte der ADAC GT Masters gelingt es, die Fahrer- und Teamwertung zu vereinen. Es gibt zwar noch mal eine Untersuchung im Vorfall zwischen Kelvin van der Linde und Claudia Hürtgen. Das wird noch mal untersucht. Ich habe es Ihnen vorhin gesagt, das war schon grenzwertig, sehr grenzwertig. Und hier haben wir noch mal den Unfall in der Schlussrunde zwischen Christoph Dupré und Florian Spengler. Auch der wird noch mal untersucht werden. Los. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir uns jetzt langsam nach unten begeben müssen, oder was heißt langsam? Langsam schnell, denn wir haben dort unten jetzt gleich erstmal die Meisterehrung vorzunehmen, bevor wir dann zur Tageswertung hier wieder aufs Podium hochhecheln dürfen. Also das Ganze in wenigen Augenblicken. Ich mache ein kurzes Break, melde mich gleich wieder zurück bei Ihnen und dann mit der Ehrung unten der